Lass die Hosen runter. Lebst du gerne in Endale? Machen Sie Witze? Es ist fantastisch hier. Die beste Stadt der USA. Und das seit so vielen Jahren, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Was halten Sie von Endale? Oh, naja. Meine Meinung interessiert sonst nie jemanden. Aber mir gefällt es hier. Ja, du bist ja alle im Haus. Du stehst unter deinem Mann. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns doch wieder, oder? Spätestens dann, wenn ich bei dir auf den Tisch liege, ja, als Mahlzeit. Was ist? Oder? Bin ich doch richtig, ne? Sehe ich doch richtig. So, ja. Das habe ich leer gemacht. Beziehungsweise ausgeschalten. Ja, geklaut. Ich versuche hier gerade mal zu gucken. Rollschuhe brauche ich eigentlich nicht. Schrank leer. Irgendwo eine Holobandaufzeichnung. Schlüssel. Ja, ich weiß. Bloß schnell raus hier. Nein, 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 ich wollte gerade rausgehen. Nein. Scheiße, Mann. Das Manager. Manu. So. Habe ich mir eben den Schlüssel gecheckt. Jetzt möchte ich doch mal wissen, was sich in der Scheune befindet. Warte, wenn wir das Schuppen. Aber vorher, Gott, speichern. Du sollst ein Ding aufrufen. Arschkrampf, mir lindige Damische. Hilfe, Hilfe. Schlüssel verwenden. Sonderbares Fleisch 10. Sonderbares Fleisch 10. Ja. Lass mal durch, Kollege. Sonderbares Fleisch 10. Ich hab's gewusst. Ah, ein fremdes Gesicht. Ich würde mit Ihnen gerne über etwas reden. Ich habe bemerkt, dass Sie in Bills Schuppen rumgeschnüffelt haben. Also, haben Sie dort gefunden, was Sie suchten? Ich habe wirklich keine Ahnung, was das Gerät soll, Jack. Der heißt Jack? Ja, der heißt wirklich Jack. Ja, und ich habe gesehen, was Sie da drin versteckten. Sie kranker Mistkerl, Sprache 57. Hätten wir da drin gerne einen Bissen genehmigt, aber das wäre unhöflich gewesen. Da liegen Sie goldrichtig. Wie erfrischend. Wir freuen uns jedes Mal, wenn jemand unser kleines Geheimnis entdeckt. Immer heißt es, oh, wie können Sie nur? Oder, Sie sind schrecklich. Oder, nicht ich, ich habe ein Kind in River City. Nun ja, auch ich habe Kinder. Die Familie ist am wichtigsten. So ist das in Endale seit dem Tag, an dem die ersten 4 Familien beschlossen haben, hier zu bleiben. Nicht schlecht für einen fremden Menschen. Sie können jederzeit vorbeikommen und Linda nach einer ihrer Spezialfleischpasteten fragen. Was machen Sie hier? Ich arbeite, um meine Familie zu ernähren, genauso wie es jeder rotblütige amerikanische Mann tun sollte. Ein Mann, der seine Familie nicht ernähren kann, ist kein Mann, Sir. Es reicht jetzt langsam mit einem komischen Ding hier. Ich werde Linda und Junior schöne Grüße von Ihnen ausrichten. Ich glaube nicht. Hallo. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, ihr Vögel. Ah, ich kann mir in die Ohren. Naja, ist auch egal. Scheiße! Nein, den habe ich nicht getroffen. Mein Schatz. Businesskleid. Schrotpatrone, Frühlingsklamotte. Ja, den Kellerschlüssel. Ich will eigentlich nicht rein, aber... Kampfmesser, du Kampfsau. Dann haben wir ja noch den Jungen. Ach ja. Na du Vogel. Den Schuppenschlüssel nochmal. Ach, den brauche ich ja nicht.
Manny Manis Harris Haus. Okay. Ich habe gesehen, was da draußen passiert ist. Auch wenn diese Leute meine Familie waren. Es musste einfach getan werden. So viele Jahre lang war ich genau wie Sie. Es ist... Ich kann gar nicht darüber sprechen. Das Einzige, was ich tun kann, ist diese Kinder großziehen und versuchen, aus Endale ein ordentliches Städtchen zu machen. Was wird mit den Kindern passieren? Die Kinder bleiben bei mir. Ich kümmere mich selbst um ihre Erziehung. Eine Schande, dass sie ohne Eltern aufwachsen müssen. Hm. Aber wenn ich's recht bedenke, ist es eigentlich besser, als mit ihren Eltern aufwachsen zu müssen. Besser ein Waisenkind als ein Kannibalenkind, oder? Richtig. Und jetzt? Wir werden unser Bestes versuchen, ich und die Kinder hier in Endale, beziehungsweise in dem, was davon übrig ist. Es wird nicht einfach, aber wir werden unser Bestes geben. Ich hoffe nur, dass diese Kinder eines Tages hier was Gutes tun, nach all den schlimmen Sachen, die hier passiert sind. Also sind Sie auch hier aufgewachsen? Na sicher. Bin aber nicht sonderlich stolz darauf. Es war einfach normal. Wir alle haben es getan. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Ich heiratete Gladys, wie jeder andere Junge in Endale eben das nächste Mädchen in seinem Alter heiratet. Wir hatten Linda, die später Jack heiratete. Erst als Gladys starb, begann ich, über das alles hier nachzudenken. So viele Menschen in den ganzen Jahren. Hunderte, ja vielleicht Tausende. Aber was sollte ich tun? Ich bin ein alter Mann. Aber Sie haben dem Ganzen ein Ende gesetzt. Tausend Dank. Tschüss. Was auch immer. Ob ich den Vogel umlegen soll? Naja, egal. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe die zwar schon im Gag gesehen, die Familie, aber das war mir jetzt neu. Moment! Ich weiß nicht, was passiert ist. Mr. Harris sagt, unsere Eltern seien weggegangen und würden nicht mehr zurückkommen. Er sagt, er wird mir mehr erzählen, wenn ich älter bin, aber... Ich vermisse meine Mama und meinen Papa. Okay. Papa sagt, ich soll nicht aus Endale weg wollen. Aber ich will. Alter Schwede, ey. Jetzt gehen wir in den Keller. Hoppala. Ödländer. Hm. Sonderbares Fleisch? Ja, 10. Natürlich. Nein, nicht doch. Hier gibt's sonst nichts. Oh, da liegen noch mehr. Söldner Feldoutfit. Ödlandsiedler Outfit. Das reicht mir eigentlich auch schon. Nö, das, ich hab genug gesehen. Schnell weg. Bevor sich das Spiel wieder... Und so. Ja. Also das Kaff war mir jetzt neu. Und dass hier Kannibalen leben. Apropos, ich hab Hunger. Mhm. Könnt mir was zu essen machen. Und geschlafen habe ich auch noch nicht. Ich meine jetzt, ich hier, da, hier. Und es ist dunkel. Oh oh. Alles klar, da läuft schon wieder Hunderl. Was? Haben die mich schon gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Ey! Soll denn das? Du Vieh. Oh, ich hab nicht drauf geschossen. Ich wollte drauf schießen, aber irgendwie sind mir die Brüder zuvorkommen.
Na, du Penner. Der hat eine Schrotflinte gehabt. Eine Kampfflinte, wollte ich sagen. Na komm schon. Zeig mir deine hässliche Fratze, damit ich sie dir vom Hals schießen kann. ...45 Erfahrungspunkte habe ich für den Vogel gekriegt. Metallkiste brauche ich nicht. Na komm. Ja. Schnapsglas und Stange kippen. Achso. Die haben hier sogar einen Briefkasten. Vogelkriegskohle. Durchschnittlich verschlossen. Oh, hier kann ich pennen, ey. Grundkorken. Ein Grundkorken liegt hier einfach mal so rum, ey. Wo ist denn die Leiche von dem? Also der eine liegt in der Maus. Da liegt er nämlich. Er hat mir Sturmgewehr hat er gehabt, genau. 13 Schuss, 556er. Und der andere liegt hier. Da ist die Kampflinte. Die will ich. Die Schrotpatronen will ich haben und die Kronkorken. Der Rest interessiert mich nicht. Oh, Sammlerhund. Raider. Die haben einen Sammlerhund erschossen. Wo ist denn der Sammler? Die haben einen Sammlerhund erschossen. Die sind Schweine. Na, mein Kleiner. Jetzt kannst du weiterlaufen. Yeah. Was liegt da? Gartenzwerg. Mal gucken, wo der Hund hinläuft. Na, Kleiner? Ich kann nicht mit dem interagieren. Schade eigentlich. Aber ich habe ja noch einen Hund. Naja, vielleicht findet er seinen Besitzer wieder. Man weiß ja nie. Apropos. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers. Falschen um 1 erhöhen. Genau. Nikola Tesla und sie. Energiewaffen um 1 erhöht. Gut, dann haben wir ja noch die Zuchtbunker. Weg mit dem Schrott. Waffen. Oh, da haben wir wieder was zum Reparieren. Siehst du mal. Nein, nicht doch. Die will ich reparieren. Mikrowellensender. Pass mal auf. Was haben wir denn eigentlich frei? Die 6 habe ich frei. Die 6 habe ich frei. Hey. Ey, Opfer, ich brauche Opfer, ey. Ich brauche mal ein Opfer, wo die Mikrowellenstrahlung abbekommt. Ich will das ausprobieren. Das Gerät hier. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Ob man da reinkommt? Nee. Schade eigentlich. Da ist noch ein Loch. Aber da kommt man nicht rein. Lasst mich raten, hier ist Fairfax. Wie sind wir denn in Fairfax ankommen? Nur sinnlos hier durch die Gegend laufen und in Fairfax rauskommen. Hm? Das ist Fairfax. Schwören kannst du viel, Arschlappen. Ich werde mir jetzt deinen Arsch packen und ihn auf...
kleine Flamme schmoren. Oh, warte mal. Och, dann werde ich dich noch ein bisschen frittieren. Oh nein! Ja, genau, richtig. Schlampe. Hoppla. Was hat du dabei? Buffout, 32er Schuss, 4 Stück. Raketen. Das ist aber eine mickrige, naja, Ausbeute. Leer. Oh, guck. Munitionsbehälter. Minikiste. Munition. 17 Schuss, 556er und 556er, 17 Schuss. Na toll. Tasse. Schachtel kippen. Kronkorken, 6 Stück. Komm an den Konker.